So, es geht jetzt um die Funktion f von x gleich 2x² minus 4x. Wir haben jetzt mit Hilfe des WTR eine Wertetabelle erstellt. Da haben wir gedrückt Menü 6. Dann tippen wir ein 2x² minus 4x. Das x ist direkt unter der On-Taste. So findet man das. Und dann zweimal ist gleich. Und dann haben wir gesagt, wir wollen den Bereich zwischen minus 3 und 5 haben. So, ich hätte jetzt gerne die Wertetabelle diktiert. Ja, bitte. 30, 16, 6, 0, minus 2, 0, 6, 16, 30. So, und jetzt geht es nur um die Interpretation der Wertetabelle. Und was stellen wir hier fest? Ja? 1 strich minus 2 ist wahrscheinlich. Gut, also das heißt, wir stellen fest, das geht hier. Immer weiter nach unten, hier immer weiter nach oben und es ist symmetrisch, das heißt die Werte sind immer gleich. Das ist der hier, der wird wohl der Scheitelpunkt sein. Das heißt, wir vermuten, dass der Scheitel die 1-2 ist. So, wie haben wir denn vorhin den Scheitel berechnet, mit welcher Formel? Ja, bitte? So, und da, vorhin haben wir gesagt, der x-Wert vom Scheitel, der soll minus p, also minus 4 halbe sein. Aber das ist nicht das gleiche wie der x-Wert vom Scheitel. Was ist denn das Problem, was ist denn der Unterschied von der Aufgabe und den Aufgaben, die wir bisher betrachtet haben? Was ist da der Unterschied? Ja? Vor dem x hoch 2 ist eine andere Zahl. So ist es. Das heißt, ich habe hier einen Vorfaktor, das heißt, wir haben keine Normalparabel mehr. Ja? Und das heißt, diese Formel, der x-Wert vom Scheitel gleich minus p halbe, der gilt nur bei offenen und nach oben offenen Normalparabeln. Diese Formel gilt hier nicht. Hier nicht, weil wir keine Normalparabel haben. Dieser 2 hier wegen. Das heißt, wir müssen hier bei diesen Aufgaben, wenn wir hier einen Vorfaktor haben, eine neue Formel bauen. Die alte Formel, die funktioniert nicht mehr. Die können wir auch hiermit übrigens vergessen. Das heißt, die brauche ich nur für den Anfang. Aber jetzt werden wir gemeinsam eine neue Formel bauen.